Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als erstes hoffe ich wie immer, dass es euch allen gut geht und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Heute geht es um ein Full-Face-Make-up, aber nicht irgendein Full-Face-Make-up. Ich habe mir heute mal die Marke Reval de Loup für euch rausgesucht, beziehungsweise eigentlich habe ich das gar nicht rausgesucht. Mein Mann war für mich einkaufen und ich habe schon mal in die Tüte gelookt und mich dementsprechend angezogen. Also ein kleiner Spoiler für dieses Video, in welche Richtung das gehen wird. Und ja, wir schminken heute das, was sich in dieser Tüte hier befindet. Und ich wünsche euch dabei jetzt ganz viel Spaß. Falls ihr meinen Kanal übrigens noch nicht abonniert habt, es gibt ja immer drei Videos jede Woche rund um das Thema Beauty und Make-up. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dann immer mit dabei bist. Ist auch alles kostenlos hier. Und ja, auf Instagram mache ich auch ziemlich coole Dinge, wie ich finde. Es gibt außerdem noch Alltag da. Schaut auch sehr gerne dort vorbei. Und wir starten direkt. Ich habe meine Gesichtspflege schon aufgetragen und los geht's. Ich glaube, er hat gesagt, er hat 18 Euro für alles bezahlt. Es gab 30% auf Make-up und so weiter. Und er hat nochmal einen 10% Rabattgutschein genommen. Und ja, ich finde, das ist auf jeden Fall schon ziemlich wenig, auch für die Produkte, die ich jetzt hier habe. Make-up, weil ich sonst kein Primer oder sowas hier habe. Und er hat mir sogar gesagt, dass er nicht die 01 vom Make-up genommen hat. Das ist das Hyaluron Make-up. Kaschiert Falten und Linien, spendet Feuchtigkeit. Und ich habe nämlich die Nummer 02 Nude hier. Es ist auch ein Glasfläschchen, was ich immer sehr cool finde. Er meinte nämlich, die 1 wäre nicht so viel heller gewesen, aber sehr, sehr rosa. Und das ist jetzt ein bisschen gelber Pipetten-Applikator-Teil. Ich benutze eigentlich nur noch super selten Foundation in meinem ganzen Gesicht. Ich bin ja mittlerweile mehr so Team Concealer. Das Make-up ist sehr, sehr flüssig und ich habe jetzt erstmal ganz, ganz wenig aufgetragen. Ihr seht schon, es läuft meine Stirn herunter. Und ich werde das dann gegebenenfalls noch ein bisschen aufbauen. Make-up ist natürlich auch immer viel, viel deckender, wenn ihr das Ganze mit einem Pinsel auftragt oder es erst mit euren Händen aufgebt und dann anschließend mit dem Schwamm einblendet. Aber ich bin einfach der Fan davon, dass es so ein bisschen natürlicher aussieht. Die Farbe ist noch okay, aber ich habe das Gefühl, ich kann der Foundation auf jeden Fall beim Nachdunkeln in meinem Gesicht zusehen. Ich finde auch in der Kamera sieht es gerade farblich besser aus als in echt. Sie hat auf jeden Fall einen schönen gelben Unterton, das kann man nicht abstreiten. Also das Ergebnis gefällt mir wirklich sehr gut. Ich werde das jetzt halt auch als Concealer benutzen, weil ich jetzt keinen Concealer habe und gebe einfach jetzt noch mal so ein bisschen was hier unter meinen Augen in. Und das Ganze lasse ich kurz in meinem Gesicht antrocknen, bevor ich das jetzt wieder ausblende, weil dann einfach die Deckkraft vom Produkt ein bisschen höher ist, weil man nicht sofort wieder so viel Produkt abnimmt sozusagen. Ich denke, ihr könnt auf jeden Fall das Finish gut erkennen. Es ist ein bisschen klebrig auf jeden Fall überall noch. Und ich glaube nicht, dass es eine perfekte Foundation ist für jemanden mit öliger Haut. Ich werde das Ganze jetzt setten mit diesem Produkt. Das ist ein Puder und zwar das Illuminating Powder, es ist ein loses Puder und es steht drauf, das leicht schimmernde Puder verfeinert das Hautbild und legt sich wie ein feiner, seidiger Film über den Teint. Es sind übrigens 10 Gramm Produkt enthalten. Die Foundation hat übrigens 30 Milliliter und ist auch vegan. Das Puder ist nicht vegan. Ich habe früher so gerne loses Puder benutzt, mittlerweile gar nicht mehr so. So sieht das Ganze aus. Ich mag das immer ganz gerne bei solchen Produkten, das zuzuschrauben. Einmal so zu machen und das Ganze dann wieder aufzuschrauben. Denn ich benutze dann immer das Produkt, was im Deckel ist. Ehrlich gesagt sieht das auch ein bisschen dunkel aus, aber wir schauen einfach mal. Ich benutze jetzt so ein trockenes Schwämmchen, habe da Produkt drauf gegeben und gebe das jetzt erstmal hier an meine unteren Augenpartie und über mein Lid auf. Ja, ich glaube, ihr könnt einen guten Effekt sehen. Ich finde, hier wirkt es jetzt viel dunkler und hier auf jeden Fall matter und auch heller. Also da, wo ich eher dazu neige, dass mir Produkt verrutscht, benutze ich so einen trockenen Schwamm mit losem Puder immer und presse das gerne ein, aber mit ganz wenig Produkt und halt um die Nase rum, auf meine Augenlider und unter den Augen. Und in den Rest gehe ich dann einfach mit so einem Puderpinsel rein, klopfe gut ab und gebe das dann einfach los über mein Gesicht, weil ich eigentlich eher
eine trockenere Haut habe und jetzt nicht so viel Puder an meinem Gesicht brauche. Es fühlt sich auf jeden Fall jetzt alles richtig schön weich an, auch so, dass die Foundation sich nicht mehr rutschig und klebrig anfühlt, aber ich fühle mich nicht tot gepudert. Das ist auch immer etwas, was sehr gut ist bei Puder. Als nächstes würde ich sagen, machen wir weiter mit den Augenbrauen. Und da muss ich wirklich sagen, ich bin schon ganz schön beeindruckt, was er da ausgesucht hat. Ich habe jetzt hier einen Augenbrauenstift und zwar den Eyebrow Pen in der Farbe 03 Gray Spoolie, was ich immer richtig gut finde. Und auf der anderen Seite den Augenbrauenstift zum Anspitzen. Und ich finde das so cool, dass er halt grau genommen hat, weil meine Haare sind ja auch grau getönt. Ich bekomme übrigens fast unter jedem Video immer Fragen zu meiner Haarfarbe. Sind sie dunkler? Sind sie heller? Was ist das für eine Farbe? Meine Haare sind platinblond, blondiert unter dieser Farbe. Es sind graue Pigmente aus dem Friseurbedarf. Und sie sehen in jedem Video anders aus, weil sich die Farbe natürlich mit jedem Waschen rauswäscht und ich sie irgendwann nachtöne. Das heißt, sie sind mal dunkler und mal heller. Das ist jetzt erstmal die Version mit aufgemalt und ausgebürstet. Und ich gehe dann immer ja noch super gerne mit meinem Schwamm auf den vorderen Teil meiner Augenbraue. Einfach um das Pigment wieder so ein bisschen abzuschwächen und ich finde, dann sieht es immer natürlicher aus. Ich muss sagen, die Farbe gefällt mir persönlich mega gut, matcht natürlich total cool mit meiner Haarfarbe, aber ich würde sie euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr wirklich auch selber graue Augenbrauen habt oder so wie ich eine wirklich super, super graustichige, dunkelblonde Farbe. Ich glaube, in allen anderen Haarfarben könnte das so einen unschönen Unterton sonst drin haben. Für mich persönlich würde ich sagen, es ist ein perfekter Match. Weiter geht's dann mit den Augen. Und was soll ich sagen? Eine Lidschattenpalette habe ich heute nicht für euch. Ich habe einen Mono-Lidschatten. Und passend zu diesem habe ich mich heute auch angezogen fürs Video. Es ist ein richtig, richtig toller Silber-Anthrazit-Ton. Und das ist die Farbe 02 Silvershine von den Metallic Eyeshadows. Den gebe ich mir jetzt mit so einem Lidschattenpinsel einfach mal auf mein gesamtes bewegliches Lid auf. Ja, also ich würde sagen, farbtechnisch haut der auf jeden Fall rein. Ich finde die Farbe richtig schön. Ich nehme jetzt einfach mal so einen Blenderpinsel und blende da einfach mal so ein bisschen an den Kanten rum. Und weil ich nicht so viel Farbauswahl habe, gebe ich den jetzt einfach auch nochmal an meinem unteren Wimpernkranz entlang. Und ich gebe eigentlich metallische Töne nie an meinem unteren Wimpernkranz lang. Dann haben wir hier als nächstes für die Augen einen Eyeliner. Aber nicht so einen richtigen Eyeliner, sondern so einen Intense Eyeliner in der Farbe 05 Anthrazit, der zum raus drin ist, also eigentlich so ein Kajalstift. Ich gebe den jetzt, ich glaube, ich benutze das oben als eine Art Wimpernkranzverdichtung und versuche das dann auch nochmal unten so ein bisschen über den metallischen Lidschatten aufzugeben, um das ein bisschen zu verdunkeln. Okay, das ging schneller als gedacht und ich mache das ja eigentlich nie. Ich muss sagen, das ging so einfach, weil er auch nicht super hart ist, also so cremig und man kann damit richtig tolle Linien zeichnen und das, ich mache sonst, also da kriege ich nie eine Linie hin und das war so einfach jetzt und auch unten so angenehm. Ich würde nur nicht sagen, dass es Anthrazit ist. Ich finde, das ist so ein Taubenblau. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit den Wimpern. Und da werde ich mir als erstes einmal meine Wimpern biegen. Und dann benutze ich jetzt eine Mascara, die... Oh, ich habe euch das gar nicht gesagt. Der Lidschatten ist nicht vegan. Und der Augenbrauenstift ist auch nicht vegan. Und der Eyeliner ist auch nicht vegan. Die Mascara ist auch nicht vegan. Es ist die Intense Definition Mascara für perfekt definierte Wimpern. Ah ja, perfekt. So ein Gummibürstchen mit kurzen Noppen. Das funktioniert für mich immer am besten tatsächlich. Und die tragen wir jetzt mal auf. Das ist jetzt das Ergebnis mit der Mascara. Und das gefällt mir wirklich gut, weil alle Wimpern so richtig fein auseinander gefächert sind. Sie ist auch richtig schön schwarz. Allerdings hängen meine Wimpern jetzt schon wieder runter. Und das habe ich mit ganz, ganz vielen Mascaras. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube einfach, dass es immer, wenn die nicht genug Wachse drin haben oder zu nass sind, wenn man die ein bisschen offen stehen lässt und so oder länger benutzt, dann werden die auch ein bisschen trockener. Ich finde sie schön, aber für mich ist es zu wenig. Ein Bronzer und ein Blush habe ich nicht neu.
Mein Bronzer, den ich hatte von Revlon, habe ich erst weggegeben, weil der mir zu rotstichig war. Und ich habe jetzt einfach mal den hier. Der ist von Revlon Loves Me. Ein bisschen geschummelt, aber irgendwie auch die Schwestermarke. Ich nehme einfach wieder meinen Puderpinsel und gehe in das Produkt und trage mir den in meinem Gesicht auf. Und bei Blush und Highlighter hätte ich schwören können, dass ich noch einen zu Hause habe. Scheinbar nicht, aber extra dafür wollte ich jetzt nicht nochmal los. Und ich benutze jetzt einfach den hier von Revlon Young noch. Und zwar ist es aus einer LE einer, einfach für so ein bisschen Frische in meinem Gesicht. Er versteht Highlighter halt auch nicht, deswegen habe ich jetzt wahrscheinlich auch keinen. Und da ich vorher keinen hatte, werde ich jetzt einfach noch einen anderen nehmen, um den Look so ein bisschen abzuschließen. Ist das dann geschummelt? Eigentlich nicht. Ich komplettiere einfach nur das, was noch nicht fertig ist. Und zwar mit diesem Highlighter hier. Das ist der Biked Highlighter, auch noch von Revlon Young. Uralt. Kommen wir jetzt zu den Lippen. Und da bin ich schon ein bisschen stolz. Es ist das Produkt hier, und zwar das Lip Oil in der Farbe 02 Red. Steht auf jeden Fall nicht, ob es vegan ist. Und das kommt halt mit so einem Applikator-Ding und... das riecht nach Haribo. Okay. Und ich finde auch nicht, dass es Red ist, sondern Orange. Ich trage Lippenöl ja momentan am liebsten wegen der ganzen Maskengeschichte und weil meine Lippen auch sehr trocken sind. Also das Gefühl ist angenehm, aber es ist wirklich sehr stark parfümiert. Also falls ihr empfindlich auf sowas reagiert, dann ist das auf jeden Fall eher nichts für euch. Dieser Geruch legt sich auf jeden Fall in den Rachen rein. Also, wisst ihr? Also in echt passt mein Gesicht mittlerweile nicht mehr so gut zu meinem Hals. Die Foundation dunkelt auf jeden Fall nach. Aber ich muss sagen, mir gefallen sogar die Augen jetzt so. Es ist so simpel, aber echt hübsch. Ja, schreibt mir sehr gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Wie hat das gemacht? Wie gefällt euch der Look? Ich bin happy. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!